das geguckt. Ich habe nicht so irgendwie Folge 8 und morgen kommt Folge 9, also sondern nicht, ich habe einfach ich geguckt. Und wenn Digimon kam, habe ich Digimon gefunden. Geguckt. Aber das kam irgendwie. Keine Ahnung, ob es zu meiner Zeit überhaupt noch kam. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall unseren Spawn gefunden. Und ich habe, wie gesagt, nie eine Folge ganz geguckt, außer die mit dem Zug. Die mit dem Zug? Gab es in Digimon 1? Ja. Gab es da Zug? Nee, nicht Zug, der, wo die geschlafen haben drin. Na, das war in so einer besonderen Welt. Die sah so total dystopisch aus, die Welt, wo dann die da waren. Dann hast du Digimon Frontier, dann hat Digimon Frontier geguckt. Wie sah die Weiß aus? Ich nicht, was das war. So eine ganz dystopische Welt. Wenn du mir erklärst, was das heißt, ich komme aus Sachsen. Nee. Ich will jetzt nicht wieder solche Witze anregen. Das machst du schon selber, brauchen wir gar nicht mehr machen. Nee, das macht Zeidel immer. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das schlimm. Ich mein, warum? Das ist ja nicht böse gemeint, sondern einfach humoristisch. Ja, vielleicht verstehe ich auch einfach keine Witze. Du bist doch der Stand-Up-Comedians schaut, die sich über die Frauen schaut. Diskriminieren. Ja. Und anderweitig sich über Minderheiten wenn's und andere lustig machen. Ja, da würde ich das auch verstehen. Da würde ich auch bei Silas Witzen lachen. And let it all, hallo? Wenn die einfach nur gegen also, mich gehen. Die gehen gegen Sachsen. Die gehen nicht gegen dich. Ja, die gehen. Siehste? Ja, also die auch gegen dich, wenn wir Rico ja, nehmen. Ich würde kein Problem damit, sich über Minderheiten aber wir nehmen ja Sachsen. Soll ich mich mal beschweren, nein, wie oft ihr euch schon über mich lustig also, gemacht habt? Wenn ich mich immer darüber beschweren würde, dann ja, weil er lustig war. Ich lache über Sachen, die lustig sind. Komischerweise lacht über die Sachsenwitze immer Witze jeder außer du. Lustig. Aber die lacht immer jeder außer du. Yeah. Sogar Lu hat dabei meistens drüber gelacht. Der kommt ja nicht aus Sachsen. Da lacht jeder drüber außer dir. Der kommt aus Thüringen. Hey, Striker? Das heißt auch dir, oder nicht? Da lacht jeder drüber außer dir? Außer du, oder? Außer du. Ja, außer du. Mindert ja, und das mindert ja Sachsen auch. Ja, ich hab im Abi eine 3 Minus gehabt in Deutsch, ja. Und zeigt meine Qualitäten. Orangene Tulpen. Ach nee, bei Seidel wollte ich ja nicht nochmal vorbeigehen. Ich hab jetzt seinen Dingen gesehen, aber... Geh ich rechts dran vorbei. Ich... Links ich ganz kurz sagen, verschweige mir mal den Sachsenwitz. Das wollte ich gar nicht andeuten. Doch, wolltest du. Du wolltest einen Sachsenwitz machen. Ich wollte sein Kindergarten hier. Alter, ich lasse einer nicht mehr erklären. Weißt du, was halt aber dann Alter, siehst du doch, dass es, ja, dass es witzig ist. Ich wollte das sagen... so eine Steilvorlage. Du bist selbst rein Kindergarten, das ist ja das. Ich will das nicht auch noch dran, wenn ich was anderes sagen wollte. Liebe Zuschauer, schreibt mal in den Chat, ob ihr das witzig findet. Lächerlich. In den Kommentaren. Lächerlich, ja. Ey. 2 von 3 Leuten haben gelacht. Wen brülle ich da wohl an? Ja. Ich oder die anderen? Ja, aber ich angeblich das auch erst auf mich bezogen, weil dann kam Rico. Kam Andi noch. Ist mein Kabel, wollte ich jetzt auch gerade reißen. Wollte ich gar nicht reißen. Ich, ja. Aber jeder hat's trotzdem von uns gedacht, nein. Sonst wärst du ja auch nicht drauf. Du wärst bisher gerade so drauf eingestiegen, weil du ja gewusst hast, auf was ich mich beziehe. Nein, hab ich eben nicht. Also hast du es dir schon gedacht. Ich weiß, was anderes, komplett anderes sagen wollte, weil ich was anderes gedacht habe, aber mir wird das direkt in den Mund gelegt. Ja, du weißt genau, was dir in den Mund gelegt wurde, ja, also hast du es schon stimmt, verstanden. Was ich gar nicht gedacht habe in dem Moment, weil das recht ja, muss ja dran gedacht haben, sonst hättest du ja nicht gewusst, sonst dass wir in den Mund gelegt haben. Nicht. Du hast schon, ja, du hast dann schon verstanden, um na, was es geht. Ich hab das rechts noch nicht mal gehört, dass das erst gesagt dafür hat. Musstest du aber woher weißt du dann gerade, das wurde nicht wiederholt, wer hat das denn wiederholt? Weil Rico gesagt hat ja, ich geh links dran vorbei, das auch richtig laut betont hat danach, wenn ihr mal zuhören das war aber schon nach dem Kichern. Er hat ja mit dem Links erst nach Kichern. Das war während des Kicherns. Er hat mit dem Links ja auf das Kichern reagiert. Dass wir jetzt über Kichern streiten, ne? Boah, ey, nee, das ist einfach wieder. Du hast gerade darüber gestritten, dass ich dich gehauen habe, weil du von meiner Treppe nicht weggehen wolltest. Ja, das fand ich auch richtig scheiße von dir. Sachen in den Mund gelegt, gar nicht stimmen. Das geht mir schon wieder auf den Nerven gerade. Also das zumindest, dass man immer direkt reingezogen wird. Striker diskutiert wieder mit sich selbst. Halt die Fresse, Zeige. Ich lass mich nicht reinschmeißen. Nee, aber es kommt direkt wieder höchst. Boah, ich krieg schon Hunger. Ich hoffe, halt Schaden bekommst du trotzdem noch. Du stirbst halt nicht. Weil er nicht eines grausamen Todes stirbt. Oh. Was hier? Ach, ey. Da wollte ich eigentlich nur Andi verteidigen. Was ihr euch da auch so drüber aufregt, ich meine, das ist Humor. Humor darf alles. Ja, weil, nee, weil du mir wieder was im Mund legen wolltest, was ich gar nicht gedacht habe. Darum geht es gerade.
find's cool, dass er auch keine Argumente bringt, sondern nur diesen Satz. Sorry, dass ich da lachen. Ja, aber ich durfte es doch nicht mehr erklären bis jetzt. Weil man ja, du hast ja auch keine Argumente. Deine Argumente. Ja, weil ich gerade sagen wollte. Du sagst den gleichen Satz. Was ich sagen wollte, ist, als Rico das gesagt hat, mit dem dran vorbeigehen, wollte ich gerade sagen, dass mir Zeit jetzt ewig nachhängt. Das wollte ich sagen. Darum habe ich drüber gelacht. Und nicht, was ihr gesagt habt. Und gedacht habt. Uiuiui. Du musst mindestens kurz. Das ist ja echt. Nee, ich habe das so. Ich habe es erst realisiert, wo Rico dann laut links gesagt hat. Dann habe ich das realisiert, was er gesagt hat. Weißt du, ob du das weit dran vorbeigehen gehört? Boom. Ja, du machst das, ja gar nichts. Das war jetzt der Schlussgong. Wieso war das jetzt der Schlussgong? Ja, ich hab. Der Creeper ist gerade. What the hell? Ja, musst du aber noch sagen, oder was? Du machst ja auch gerade nichts hier. Ich mach gerade alles hier. Ja, das muss ich echt auch mal sagen, Rico. Ich find nicht toll. Hallo, ich du harzt hier überall rum. Ja, und lässt Striker alleine arbeiten. Du machst hier Striker zum Sepp, der auch als Arbeitersklave für Hardy benutzt wurde. Du bist find ich nicht gut so von dir, Rico. Das ist mein Haus später, dann schmeiß ich ihn halt raus. Alter, ich sag dir, Rico, ich nehme dich auf. Mein Kopfhörer geht gerade aus. Also, liebe Zuschauer, ich verlange, dass ihr dieser Folge ein Like gebt. Rico, zur Not nehme ich dich auf. Ach, auf einmal. Wieso? Ich hab kein Problem mit Sachsen. Flüchtlinge sollten an. Ich will gar nicht! Ich bin gerade am Arsch lecken! Ja. Ah. Schulle mich irgendwo ein! Ich biete dir immer noch an, Rico. Komm zu mir, ich kann für dich ein Gehege bauen. Dann stelle ich hier einen Garogamon oder wie auch immer heißt aus. Garogamon aus. Oder wie Zeit einfach sagen lieber würde, so ein Macho-Garogamon. Wie Zeit einfach sagen würde, einfach großartig. Einfach großartig. Großartig. Ja, das wäre jetzt schon so eine Menge passiert, was man im Best-of packen könnte. Aber man könnte es auch wieder nicht in Best-of packen, weil man, um es zu verstehen, quasi am Stück belassen muss. Das bedeutet, dann wäre es schon wieder 10 Minuten. Ja, müsstest du so ein Highlight draus machen. Ich fand, das war es eigentlich wert. Aber ganz ehrlich, das angefangen hat es bei. Na, weiß ich gar nicht, wo es angefangen hat, aber das hat sich so immer. Und die Sache ist auch die, ich habe dazu gar nichts gesagt, außer zu lachen. Aber es hat sich irgendwie entwickelt. Weil du mir Sachen im Mund gelegt hast, daraus ist es entwickelt. Das hast du immer wieder wiederholt und ich habe nichts dagegen gesagt. Du hast einfach ganz öfter gesagt. Doch, ich hab dagegen gesagt. Ja, du hast auch das gleiche gedacht wie wir. Das hast du immer gesagt. Das war deine Antwort darauf. Ja, du musst ja auch das gleiche gedacht haben. Das ist nicht möglich. Sonst hättest du ja nicht gewusst, was wir dir in den Mund gelegt haben. Ich hab doch gerade erklärt, woran ich dein Argument ist aber. Ja, rück jetzt woran nur du noch gedacht hast, aber das eine hat mit der anderen nichts zu tun. Weißt du? Wie gesagt, komm zu mir, Rico. Ich hab das rechts immer noch nicht gehört, was er gesagt hat. Immer noch nicht, bevor er es nochmal wiederholt hat. Was er links angedeutet hat für mich, dann, dass ich es verstehe. Drück jetzt nur noch. Du musst ja zumindest kurz einmal daran gedacht haben, sonst wüsstest du ja nicht. Wenn ich das ja, aber das eine hat da mit dem anderen nichts zu tun. Was hat doch, das Recht damit? Wenn ich das nicht verstanden habe, wie soll ich daran denken, wenn ihr drüber lacht, wenn ich es nicht mal. Ja, aber du hast es doch direkt verstanden. Wie soll mir dir was in den Mund legen, weil du es nicht gecheckt hast? So, hörst du mal zu, in welcher Reihenfolge das jetzt war. Rico hat es gesagt, dass er rechts dran vorbei. Mit Reihenfolge zu tun. Nichts gehört. Das rechts habe ich nicht gehört. Dann hat er angefangen zu kichern, hat er laut gesagt links. Dann habe ich es erst verstanden. Dann habe ich mitgekichert. Das war die Aussage. Meine Fresse, ey. Sind meine Hunde überhaupt nicht in den Mund gelegt, weil du hast ja mitgekichert. Ja, weil ich dann, nachdem er es wiederholt hat, meine Fresse. Ich dachte, er hat das wiederholt gleichzeitig mit dem Kichern, das war deine Aussage von vor 5 Minuten. Ihr habt angefangen zu kichern, er hat es während des Kicherns wiederholt. Dann kann Andi es ja noch gar nicht gesagt haben. Also, über Kichern diskutieren jetzt. Ja, aber dann kann Andi das ja noch gar nicht gesagt haben, also hat Andi es dir nicht in den Mund gelegt. Doch, weil ich danach mitgekichert habe, dann hat Andi gesagt, dass ich das gleiche gedacht habe wie ihr. Wir werden es ja im Videobeweis sehen. Danach, nicht während ihr gekichert habt, habe ich nicht mitgekichert. Ich glaube, du denkst gerade in unterschiedlichen Zeitperioden. Wir werden es ja im Videobeweis sehen. Das lässt sich jetzt nicht klären. Also es kommt gerade im Zweifel für den Angeklagten, Basti hat jetzt erstmal recht. Diese scheiß Witch, ey. Was soll das denn aber heißen? Ja. Jetzt fühlt sich der Nächste diskriminiert. Ich find's also, ja komisch, dass ausredet Andi jetzt sagt, nur ich hab falsch gelegen. Sag mal, hier stehen drei Witches. Nein! Ich sage im Zweifel für den Angeklagten. Das ist. Hat er uns nicht das angeklagt? Das ist eigentlich am fairsten. Nee, ihr habt erstmal mir was vorgebracht. Du hast uns so angeklagt, wir hätten dir was in den Mund gelegt. Ihr habt. Ich weiß, ich hab jetzt keine Lust mehr. Nein, aber die Kette ist ja eher, dass wir. Ist auch egal. Ja, aber wer ist jetzt der? Würde mich jetzt schon interessieren, wer jetzt der Angeklagte ist.
Er, weil wir ihm ja gegen was in den Mund gelegt haben, oder weil er uns sagt, dass wir ihm was in den Mund gelegt haben? Klickt er uns jetzt? Eigentlich klickt er uns jetzt an. Das war ja der Streitgrundsatz. Ihr habt mir erst was angehängt, dass ich das eigentlich mitgedacht habe. Und dann hab ich gesagt, dass, jetzt hab ich euch an den Pranger gestellt. Also erst ihr, nicht dann ich euch. So. Generell faszinierend, wie man sich über sowas so aufregen kann, dass einem was in den Mund gelegt wurde. Also ich glaube, mir wäre es lieber, wenn wir wieder über Ostenwitze reden. Ach, ja, eigentlich ist Rico an allem schuld. Eigentlich ist Rico an allem schuld, der nicht mit, der sich, das will ich mir auch mal kurz sagen, liebe Zuschauer, Rico guckt wirklich jeden scheiß deutschen Stand-Up-Comedian, der weit entfernt ist. Von jedem Humor, irgendwelche scheiß Stand-Up-Comedian, die nicht lustig sind, die einfach egal sind. Ja, aber, und dann regt sich Rico über Sachsenwitze auf, die wenigstens witzig sind. Wie sind sie nicht witzig, deswegen? Ja, aber alle lachen bis auf du, also sind sie ja vielleicht witzig. Oh, pass auf, vielleicht legst du da anderen Leuten was im Mund. Ja, stimmt, ich muss aufpassen. Potenziell lachen in vielen Fällen alle. Aber Bauen man weiß es nicht. Boah, halt einfach deine Fresse mit deinem Bauen, ey! Du hast nur diesen scheiß Keller ausgehoben. Wer ist mit dir hier? Oh Gott, diese Season ist doch stimmt, Rico! Rico, was machst du? Rico, was machst du eigentlich gerade? Warum mischst du dich da jetzt eigentlich ein? Ganze, ja. Er hat Essen geholt. Wow. Was wir direkt vor der Haustür haben. Wir sind mittlerweile geholt auf der Zeit. Wo er was anderes gemacht hat. Also ich weiß nicht, was er gemacht Rico. Hat. Er hat rumgestanden. Ich biete dir immer noch an, ich baue dir ein Gehege. Bei mir kannst du auch einziehen. Ich kann dir sogar ich mache jetzt extra ein Schild vor mein Haus. Kannst du so eine eigene Saxons bauen? Saxons are welcome. So. Mache ich jetzt extra ein Schild. Ich hab sogar schon ein Schild. Wow! Are welcome. Alter Enderman. Ja, wir sind Saxons. Saxons welcome. Ich gerade. Denn die muss ja auch jemand auf. Die Flüchtlinge, absolut. Refugees in Klammern Sachsen are welcome. Ja. Wir sind halt ein netter Haushalt hier. Das sind wir halt, ne? Kann man nichts machen. So, jetzt erstmal Weizen. Ach, herrje. Hi, Enderman. Warum hast du ihn mitgebracht? Den hab ich nicht mitgebracht. Der war einfach. Guck mal, hat mal was gemacht. Der hat einen scheiß Enderman mitgebracht. Ja, wow. Ein paar Gäste. Oder quasi. Hier. Oh, Rico, du hast den Erfolg Schmiedekunst erzielt. Mir wurde übrigens auch. Das Respekt. Fast diesen. Ich musste noch keinen Ofen benutzen, weil ich meine alten Klamotten schon hatte. Ja, stimmt, wir haben das Enderportal gefunden. Ja, Striker hat das Enderportal gefunden, bevor es jetzt wieder Dresche gibt. Nein, das haben wir zusammen gefunden. Ich hab es jetzt auf dieses Haus bezogen hier. Ich bin jetzt nicht über hier hochgegangen, ne? Da macht er schon nichts und dann zerstört er gleich rum, alles. Ne? Sag mal, kommt der Ofen hier oben hin? Ich, wie gesagt, warum hast du die Sachen hier hochgebracht? Warum hab ich gerade schon, dass ich. Ist das her? Du verarschst mich hier gerade schon. Das ist eine Erweiterung drunten. Du verwirrst mich hier gerade, du hast mich gerade voll verwirrt hier oben. Was denn? Dass hier oben die gleichen Sachen stehen. Du bist gerade zum Erdgeschoss. Ja, ich geh jetzt rein, warte mal. Schön. So, meine lieben Zuschauer, ich nenne das bald echt hier die Hühnermassentierhaltung. Mit Sachsen. Ach, jetzt sagst du es selber noch, Hühnermassentierhaltung. Ja, aber eine artgerechte Massentierhaltung. Komm, dann spielt auch noch Sachsen dazu. Massensachsen. Nein, für Rico wollte ich ein extra Gehege. Für Rico wollte ich ein extra. Ganz kurz festhalten. Für Rico wollte ich ein extra Gehege bauen. Sonst hat keiner gelacht. So, ja, jetzt sagt noch mal jeder lacht, außer ich. Vielleicht einer von den Zuschauern. Weißt du, wie oft du schon Witz kriegst, dass wirklich keiner gelacht hat, wundert, aber. Wenn ihr gelacht habt. Da ist schon erstmal ein paar Fake. Weißt du, wir hören schon Witz gekriegt, wo keiner drüber gekichert hat, aber du machst dann immer noch so peinlich berühmt. Ja, aber das sind keine Sachsenwitze. Da hat ja wohl keiner jetzt drüber gelacht, ne? Ja, das sind aber keine Sachsenwitze, Mister, ne? Wow, ob das jetzt so eine Minderheit ist oder eine andere, ist doch scheißegal. Sachsen. Kann ich jetzt Merlin auch als Minderheit nennen? Cool. Ja, du hast schon, ihr habt schon oft Merlin-Witze gemacht. Welcome. Also so ist nicht, ne? Ich nicht.
Willst du mich verarschen? Da war mit Sicherheit und schon mal irgendein Zauberer. Wie oft du schon gesagt hast, Merlin der Zauberer. Wenn, dann ist das schon ganz, ganz lange Also her. Merlin der Zauberer hast du wahrscheinlich schon bei so lange Disney kennen wir uns doch gar nicht. Also wenn ein Jahr ganz, ganz lange ist. Das war mindestens 2005.